meine Lieben, ich bin Brigitte von Brigitte Stempelstelle und heute zeige ich euch ein kleines Täschchen. Das war eine Auftragsarbeit für die liebe Simone. Liebe Grüße an Simone. Sie wollte ein Täschchen haben zum Verschenken und ich habe ihr dann diese Glückwunschkarte hier gemacht und dieses Täschchen, das ein bisschen wie eine Handtasche oder so aussehen sollte. Also ich habe es so gemacht. Heute möchte ich es mit euch basteln mit dem Designerpapier zum Verlieben. Natürlich mein Lieblingspapier. Und mit einem Papier Kirschblüte und mit Vanille Pur Papier. Und hier geht es so, wenn ihr eine ganz normale Karte nehmt, so wie hier, wie ich die hier genommen habe, dann könnt ihr die Karte hier reintun. Hier habt ihr Platz für ein bisschen Geschenk. Geld, Süßigkeiten oder sonst was. Und dann könnt ihr das hier mit einem Magnet zumachen. Ich habe mir das jetzt aber nochmal anders überlegt. Bei meinem Video werde ich das jetzt so machen, dass ich nicht eine herkömmliche Kartengröße nehme, sondern ich mache hier eine quadratische Karte rein, die hier nachher in die Box reinpasst. Aber nur mal zum Anschauen, so könnt ihr es genauso machen. Und die Karte rein und verschenken. Ihr braucht dazu ein DIN A4 Papier in Vanille und den Papierschneider von Stamping Up. Natürlich könnt ihr alle Produkte von Stamping Up über mich bestellen. Dazu schreibt ihr mir einfach eine E-Mail an info@stempelstelle.de. Dann sage ich euch, wie das abläuft, oder ihr geht über meine Internetseite rein, www.stempelstelle.de, oder ihr schaut euch mein Video an zu dem Thema, wie bestelle ich in meinem Online-Shop. Das ist dann ganz genau beschrieben. Also, das DIN A4 Papier in Vanille schneidet ihr euch zu. 13 x 29,6. Die Länge von einem DIN A4 Papier ist ja sowieso so 29,6, 29,7, die lasst ihr. Da braucht ihr gar nichts machen. Und in der Breite wird das Papier jetzt einfach gekürzt auf 13 cm. Den Streifen könnt ihr dann auf Seite tun, den brauchen wir später nochmal. Dann kommt die Schneideklinge nach unten, die brauchen wir gerade nicht mehr. Und ihr faltet das Papier bei 13 cm auf der einen Seite, dann dreht ihr das Papier einmal rum und faltet es nochmal, auch wieder bei 13 cm. Dann habt ihr schon mal die Grundform von dem Täschchen. Das kommt jetzt auf die Seite. Jetzt überlegt ihr euch, wie die Vorderseite von eurem Täschchen aussehen soll. Ich habe für die eine Karte hier dieses Papier genommen. Da gibt es so verschiedene Hintergründe. Da gibt es auch Holzlook und so gewobene Sachen, was so aussieht wie Stoff und so weiter. Das könnt ihr auch nehmen. Das wäre das Designerpapier im Block Stille Natur. Ich glaube, das gibt es noch, wenn ich es nicht verwechselt habe. Im Herbst Winterkatalog. Aber mein Täschchen mache ich jetzt mit dieser hübschen Spitze. Und das Designerpapier wird zugeschnitten. 2 x 12,5 x 12,5 cm. Oh, schon 12,5 cm praktisch. Also brauche ich es einfach nur jetzt auch 12,5 cm zuschneiden. Hier auch. So, dann habe ich hier die Vorderseite von meinem Täschchen auch fertig. Wie geht es weiter? Wir brauchen die Verschlusslasche vom Täschchen. Dazu braucht ihr einen Streifen Designerpapier, der 4,5 cm breit ist und 16 cm lang. Also lege ich mir hier 4,5 cm an, schneide es ab und kürze das auf 16 cm. Dann habe ich den Verschluss. Und das Designerpapier langt mir nicht. Ich mache einfach dieses Designerpapier, da nehmt ihr auch einfach das, was euch gerade über den Weg läuft. Und das Designerpapier für die Verschlusslasche, also das, was nachher hier so oben drüber kommt,
Das hat die Maße 2,7 cm mal 15 cm. Das schneide ich mir da drüber ab. 2,7 cm. Und dann kürze ich es auf 15 cm. So. Das wird nachher der Verschluss von meinem Täschchen. Jetzt geht's weiter. Jetzt brauchen wir für die Innentasche, das ist mit dem Envelope Punchboard gemacht. Dazu braucht ihr ein Papier, auch wieder Vanille. Oder kann ich da auch anders nehmen? Könnt ihr aber anders nehmen. Das muss 17,6 x 17,6 cm groß sein. Also für das Innentäschchen 17,6 mal 17,6 cm. Also, ihr habt jetzt diese Sachen hier zusammengeschnitten, vorbereitet. Das hier für das Täschchen. Und das hier gibt das Innerteil vom Täschchen. Das muss 17,6 x 17,6 cm groß sein. Die Karte machen wir nachher weiter. Das zeige ich euch nachher. Und jetzt nehmen wir auch nochmal das Envelope Punchboard zur Hand. Und um dieses Täschchen zu bekommen, müsst ihr das zweimal falzen. Und zwar einmal bei 9,5 cm. Das ist die erste Falz. Und die zweite Falz muss sein bei 11,6 cm. Und ihr kennt ja sicher das Envelope Punchboard. In der nächsten Runde stanzt man es einfach an die Falzlinien. Ihr legt die Nase vom Envelope Punchboard einfach an den Falzlinien an und falzt es nach. Auch dieses tolle Tool bekommt ihr bei mir. Dazu braucht ihr auch einfach nur eine E-Mail schreiben an info@stempelstelle.de. Jetzt habe ich das hier so ganz rum. Achso, beim Punchboard ist natürlich auch ein Falzbein dabei. Das war das, mit dem ich gerade die Linien nachgefalzt habe. Aber ich habe natürlich auch immer hier mein Falzbein. Und jetzt falzen wir alle nach Linien nach. Und ihr schneidet jetzt ein. Wir schneiden hier einfach hier ein. Dann drehen wir es, schneiden hier ein. Wir drehen es und schneiden hier ein. Und wir drehen es und schneiden zum vierten Mal ein. Eigentlich brauchen wir es jetzt nicht ganz schließen, sondern ihr haltet es jetzt. Jetzt hat gerade mal Formbindung gesponnen. Also wir haben jetzt alle Linien nachgefalzt. Ich hoffe, es hat jetzt aufgenommen. Und jetzt mache ich das so, dass ihr einfach den oberen Teil hier wegschneidet. Komplett. Sogar mit der Lasche. Die Lasche kommt auch weg. Also ihr schneidet die Lasche weg und hier weg. Das hätte man auch gleich machen können, aber irgendwie ist man so sicherer. Und jetzt wird das Teil hier zu einer Schachtel geschlossen. Da macht ihr einfach hier und hier einen Kleber hin. Am besten vielleicht auch
entweder doppelseitiges Klebeband oder ihr nehmt den Flinkfix, wenn er damit gut klarkommt. Ich bin der totale Fan vom Flinkfix. Jetzt war er wieder aus dem Bild draußen. Also ihr macht hier an den Laschen Flinkfix hin, klappt es um und schließt es. Und dann mache ich es auch so, dass das sieht man nachher nicht. Also wenn er jetzt hier einfach wegschneidet, dann macht es gar nichts aus, weil das sieht man nachher nicht. Und jetzt nehmen wir da aber am besten den Tombow-Kleber und macht hier und hier Tombow drauf. Und schließt es zu einer Schachtel. Wenn das nachher nicht absolut exakt ist, dann ist das ganz egal. Bloß das Innenteil von der Schachtel. Dann machen wir hier weiter. Wer hat? Also man hat ja sowieso am Envelope Punch Board einen Eckenabrunder. Aber wer den hier hat, von Stamping Up, dann könnt ihr den Eckenabrunder nehmen. Und jetzt rundet ihr auf einer Seite die Ecken ab. Ich muss mal eine neue Schneideklinge reinmachen. Aber nur auf einer Seite, das ist wichtig. Und bei dem anderen Designerpapier genauso. Guckt ihr, wo oben ist, passt so. Und dann rundet ihr auch wieder an der Oberseite die Ecken ab. Und vom Täschchen genauso. Hier die Ecken abrunden, an allen vier diesmal. Jetzt können wir das hier entweder mit Tombow oder Flinkfix festkleben. Ob ihr das nachher ans Designerpapier macht oder ans Unterteil, ist ziemlich egal, den Kleber. So. Dann können wir das trocknen lassen und die zwei Faltlinien werden nachgefalzt nachher. Einfach so, das könnt ihr auch vorher schon machen, das ist egal. Das geht aber auch nur nachher. Jetzt. Und dann kommt das Innenteil hier rein. Das macht er am besten auch mit Tombow. Dann kommt hier wieder Tombow-Kleber drauf. Und ihr müsst jetzt gucken, dass das schön an der unteren Kante anliegt und so mittig ist. Dann könnt ihr auch mit der Hand reingreifen und es noch ein bisschen festdrücken. Und dann kann man hier noch Kleber drauf machen und kann dann das Täschchen hier so zumachen. Eigentlich können wir auch gleich mit dem Täschchen weitermachen, dass das ganz fertig ist. Dazu brauchen wir jetzt die Sachen, die wir uns vorhin zugeschnitten haben. Und dann wird auf dem Verschluss werden auch die Ecken abgerundet. Und jetzt bin ich kurz unterbrochen, oder? Also ich habe jetzt hier alle vier Kanten abgerundet. Und von dem hier runde ich jetzt auch alle vier ab. Und dann kommt die Lasche hier drauf. Das kann man auch wieder mit Tombow machen.
dann kommt es hier hin. So, das können wir jetzt wirklich mal trocknen lassen und da machen wir nachher weiter. Das wird dann nur noch gefalzt eigentlich und wird mit einem Magnet verschlossen. Und jetzt geht es mal mit der Karte kurz weiter. Wenn ihr jetzt nämlich die quadratische Karte machen wollt, so wie ich sie dann in das Täschchen reinstecken will, dann braucht ihr ein Papier, auch wieder in Vanille. Das schneidet ihr an der kurzen Seite auf 11 cm zu. Und die lange Seite brauchen wir 22 cm. Und dann wird es gefalzt bei 11. Dann haben wir nämlich so eine kleine Klappkarte, die dann so aussieht. Dann brauchen wir natürlich auch noch ein schönes Designerpapier, das hier toll dazu passt. Und dann nehme ich mir jetzt auch wieder das, was ich für die Innenseite genommen habe. Und das Designerpapier schneide ich zu 10,5 x 10,5 cm. So. Dann habe ich hier ja Glückwunsch ausgestanzt und habe jetzt einen Glückwunsch übrig. Na? Und den mache ich hier ganz quer einfach über meine Karte. Und vorher stempel ich noch ein bisschen, dass wir heute auch mal ein bisschen gestempelt haben. Dazu nehme ich mir eine hübsche Spitze. Dieses tolle Hintergrundset, da gibt es eine ganz tolle Spitze dazu. Das wäre diese hier. Und die stempel ich mir hier mal so quer drauf. Und zwar in einem schönen Braunton. Nehme ich mir Savanne und stempel mir das hier so quer drüber. So. Dann kommt der Glückwunsch hier noch drauf. Hier so drüber. Und diesen Glückwunsch, dazu nehme ich mir einen Schwamm und Tombow-Kleber. Den Tombow tue ich mir hier drauf und den Schwamm, mit dem Schwamm nehme ich den Tombow und seht ihr es auch gut und tupfe dann mit dem Tombow den Kleber, mit dem Schwamm tupfe ich den Kleber auf meinen Glückwunsch. Es muss schon schwer sein. Und kleb mir dann den Glückwunsch hier so drauf. Jetzt kann ich da auch noch einen Acrylblock drauflegen, damit es ein bisschen beschwert wird. Das mache ich mir nachher sauber. Das geht auch immer ganz flott und einfach. So, dann geht es hier weiter. Diese Lasche, die ist ja 16 cm lang und dann falzen wir das jetzt einfach bei 8 cm.
Und es wird auch einfach mit Tombow auf die Tasche geklebt. Da wo kein Kleber drauf ist, mit dem kann ich es ein bisschen einpassen, wo es hin muss. Und dann klappe ich es einfach zu. Also ich habe es hier so, da ist kein Kleber dran, da habe ich es positioniert. Hier ist Kleber dran und da habe ich es jetzt festgeklebt. Dann lässt sich das ja mit dem Tombow auch noch super verschieben, wenn etwas doch nicht so ganz passt. Und jetzt habe ich hier ganz tolle Magnete. Die sind von Reier. Das sind entweder 10 oder 20, ich weiß jetzt gerade nicht auswendig, immer zusammen in so einem Pack. Also irgendwie spinnt meine Fernbedienung, aber so wie es aussieht, nimmt es trotzdem weiter auf. Ich hoffe, das ist auch so. Ja, ich nehme mir jetzt hier so einen Klebepunkt runter, die Glue Dots, und klebe den Klebepunkt auf mein Magnet. Wenn ihr es richtig positioniert, dann kriegt ihr das super auf das Magnet drauf. Und dann kommt der Magnet einfach hier drauf. Ihr drückt ganz fest drauf am besten und dann kommt nochmal ein Glue Dot drauf. Also das sind jetzt zwei Magnete übereinander, die kleben so richtig gut fest. Und auf den zweiten inneren Magnet mache ich jetzt auch ein Glue Dot. Jetzt drücke ich das einfach zu, wie wenn ich die Tasche schließe. Und drückt dann von innen gegen den Glue-Dot, damit der auch richtig fest klebt nachher. Dann lasse ich das am besten kurz. Ja, aber es funktioniert. So, und die Karte, die könnt ihr ja gestalten, wie ihr wollt. Könnt ihr auch viel hübscher machen, wie ich es jetzt gemacht habe. Ich habe die jetzt nur ganz schnell zum Zeigen hier so gemacht. Nur, dass ihr die Größe habt, wie ihr die Karte nachher gestaltet, das ist ja nachher in eurem Ermessen und eurer Kreativität überlassen. Was ich jetzt auch immer noch süß finde, dass ich für den Glückwunsch solche Halbperlen nehme. So, für die Ü-Dipfele. So, Glückwunsch. Eine einfache Karte, wie immer von mir. Ja, das hier ist dann das Täschchen. Das könnt ihr noch verzieren, so wie ich jetzt. Ich habe hier ja eine hübsche Blume noch drauf gemacht. Und das hier ist dann die Innenkarte. Und dann könnt ihr nämlich in euer Täschchen hier einfach eure Innenkarte reintun, Geld reintun oder was auch immer. Und das Täschchen ist verschlossen und ihr könnt so verschenken. Ich hoffe mal wieder, euch hat mein Video gefallen. Wenn ja, dann gebt mir doch einen Daumen hoch, da würde ich mich sehr drüber freuen. Wenn nein, wie immer, behaltet es für euch. Ich wünsche euch viel Spaß beim Basteln. Alles Liebe, eure Brigitte. Zentimeter.
zwar alle vier.